Crime O'Clock. Das ist das Spiel, wo ich von einer Agentur angeschrieben wurde und sie haben gesagt, hey, hast du Bock für uns Crime O'Clock zu streamen? Du kriegst auch Geld. Und ich so, hey, geil, Mann, das Spiel sieht voll cool aus, ich bin voll dabei. Und dann so 5 Tage später, sorry, hat doch nicht geklappt. Und jetzt fühle ich mich ein bisschen dreckig, dass ich jetzt trotzdem streame und dafür kein Geld bekomme. Aber hey, der Key war kostenlos. Also hey, let's go, rein. Wenn du das da draußen siehst, du Frau oder Herr von dieser Agentur, du miese Sau, ich finde dich. Ja, und das ist quasi, ja, rede nicht, es ist quasi Wo ist Waldo? Aber wir müssen dabei Crimes lösen. Ich habe vor irgendwie einer Woche mal die Demo davon gespielt. Und ich glaube, wir müssen jetzt hier nochmal quasi das Tutorial nochmal spielen. Das ist deren Masche. Jeden anschreiben. Oh, doch nicht. Und dann spielt man es trotzdem. Ja, ja. Und ich bin voll auf die Masche reingefallen. Es wird sich gleich im Spiel selbst so erklären, von alleine, was da abgeht. Wir gehen einfach rein. Es ist eigentlich selbsterklärend, mehr oder weniger. Das Apartment in Pink, Fall Nummer 1. Lass uns noch einmal die Grundlagen durchgehen, um dich auf die letzte Prüfung vorzubereiten. Es wird Zeit, dass du mir deine deduktiven Fähigkeiten demonstrierst, Detektiv. Ich habe einen kleinen Kriminalfall konstruiert, der auf einer wahren Geschichte aus meinem Datenarchiv basiert. Und hey, Banger, ich folge dir auf Schritt und Tritt, keine Sorge. Wir hatten solche Spiele hier so, also nicht so sowas, aber sowas ähnliches hatten wir mal hier gespielt im Stream. Cats, hieß das Cats? Hier sowas hier. Wo man dann so ein riesiges Bild hat und dann muss man da so Katzen finden. Das war irgendwie mal spontan. Und dann muss man in so einem Bild ganz viele Katzen, irgendwie 100 Katzen finden. Und das ist so ähnlich, nur mit Story und mit einem Crime-Spiel. Genauso ein Spiel habe ich mal als Brettspiel gespielt. Da hat man eine Riesenkarte und muss mit Tipps den Täter finden. Das ist ganz nice. Ja, vielleicht ist das Gleiche, nur das als Videospiel? Hier ist unser Fall ein geheimnisvoller Dieb. Fall Doppelpunkt. Ein geheimnisvoller Dieb ist in die Loft eines Models eingebrochen und hat ihre kostbaren Schmuckstücke gestohlen. Allerdings hat die Sache einen Haken. In der wahren Zeitlinie hat dieses Verbrechen niemals stattgefunden. Unsere Aufgabe ist es, die Integrität des Zeitflusses zu erhalten. Scotland Yard, nein, Scotland Yard ist ja, da musst du ja Bahn fahren und so, da musst du ja den Täter anhand seiner Bahnfahrten herausfinden, wo er ist. Hier musst du einfach nur reinzoomen und suchen, wie als würdest du Waldo suchen. Um das zu erreichen, müssen wir genauestens herausfinden, was passiert ist und den richtigen Zeitpunkt finden, um das alles wieder gerade zu biegen. Wir dürfen die Vergangenheit nicht verändern, also müssen wir sicherstellen, dass unsere Handlung keinen weiteren Paradoxon verursacht. Zeitreise-Chat. Ich liebe Zeitreise. Ja, ich glaube, oben ist wichtig. Der erste Schritt in jeder Ermittlung ist das Auffinden des Tatorts. Zoome hinein. Okay. Ich weiß schon, wo der Tatort ist, Chat. Da ist er. Spider-Man Furry Game. Perfekt. Zoomen ist die beste Strategie, um einen Hinweis zu entdecken. Jetzt müssen wir ein Element auswählen und das System verifizieren lassen. Wenn es tatsächlich ein Hinweis ist, wird es hervorgehoben. Um ein Element auszuwählen, halte gedrückt. Okay, ja, ja. Hier ist was passiert. Opfer zeigt nach oben. Was ist wohl oben? Sie zeigt nach oben, ihren Diebstahl. Und jetzt müssen wir schauen, wohin zeigt die denn? Aha! Was ist denn da oben? Das ist ihre Wohnung. Und da wurde bei ihr in das Fenster eingebrochen. Da ist es. Alles ist durchwühlt, denn die Tür ist aufgebrochen. Leider ist der Dieb schon verschwunden. Es wird beinahe unmöglich sein, in der Menge einen Dieb aufzuspüren, über den wir überhaupt nichts wissen. Zum Glück erlaubt uns der Zentralrechner, diesen Fall zu verschiedenen Zeitpunkten zu untersuchen. Hey, Yami. Wo ist Ricky? Wo ist Ricky? Wo ist Draghi? Wo sind unsere Furries? Diesen Zeitpunkt nennt man Ticks. Eingefrorene und feste Momente in der Zeit. Es ist nicht ideal, aber eine Ansammlung von Ticks ist unsere einzige Möglichkeit, die Vergangenheit zu erleben. Lass uns einen Tick zurückgehen und nach mehr Informationen suchen. Jetzt gehen wir durch die Zeit, Chat. Let's go.
einen Tick zurückgegangen. Aha! Da ist er! Ein Ninja! Da ist er, Leute. Übers Dach kommt er. Und hey, Crappy Felix. Gut gemacht. Naja, vielleicht war ich ein bisschen zu didaktisch bei der Erstellung dieser Simulation. Aber du musst zugeben, dass unsere Verdächtige alles mitbringt. Dunkler Overall, Sturmhabe und eine Brechstange. Ist definitiv kein Heizungsmonteur. Hä, und was ist, wenn der Heizungsmonteur einfach nicht gerne will, dass man sein Gesicht erkennt? Lass uns, jetzt spulen wir wieder vor, um zu gucken, wo er dann abhaut. Dieser Tick wurde direkt nach dem Diebstahl des Schmuckstücks aufgezeichnet. Sieh nach, ob unser Nicht-Heizungsmonteur in der Nähe ist. Manchmal wechseln Charaktere Kleidung oder Details ihres Aussehens. Ich sehe ihn! Da ist er! Er hat einen Sack unterm Arm und er hat die Maske abgezogen. Somit sehen wir sein scheiß Gesicht. Wir wissen, wer er ist. By the way, hier geht's richtig ab, Leute. Hier, geiles Konzert. AXL Blood. Metal. Da war viel Staub in der Luft. Hey, Still, was geht ab? Willkommen zurück. Update, der Berg scheint immer noch zu brennen. Zumindest noch dunkler Rauch, aber wir werden abgeholt. Also scheint den Flug nicht zu beeinflussen. Ja, das ist gut. Das freut mich. Gefunden. Er verlässt den Tatort und er hat die Sturmhaube abgezogen. Clever. Richtig clever. Verfolge unseren definitiv kein Heizungsmonteur. Okay, wir sind jetzt wieder weiter in die Zukunft gegangen. Ach, das ist ein Hinweis. Wir brauchen keine Hinweise. Brauchen wir nicht. Da ist er. Da ist er weitergelaufen. Hier durch die Gasse gelaufen und dann hier rein. Wo geht er hin? Er geht zum Wasser, aber warum? Und jetzt nochmal in die Zukunft? Also ich denke mal, das ist wegen dem Tutorial ist das so simpel und einfach. Ich hoffe, das wird alles noch ein bisschen komplexer. Das ist Waldo. Ja, ich glaube, das ist Waldo, der Dieb. Und da ist er. Der hat die Krone geklaut für seine geliebte Ratte. Voll süß, aber... Liebesgeschenk. Hier ist unser Dieb. Hast du ihn gesehen? Er hält die Beute in der Hand. Das gestohlene Schmuckstück. Und er übergibt die Beute einer riesigen Ratte. Vielleicht weicht dieses Detail ein bisschen von der ursprünglichen Geschichte ab. Aber das tut jetzt nichts zur Sache. Eine KI hat immerhin auch das Recht auf kreative Freiheit. Jetzt, wo wir auf frischer Tat ertappt haben, können wir uns sicher... Ja. Und jetzt kann man in die Zukunft, Vergangenheit reisen und diesen Fall quasi lösen, bevor er passiert. Und somit... passiert kein Crime. Gute Arbeit, Detektiv. Du bist jetzt bereit für die Abschlussprüfung. Okay, jetzt kommt eine richtige Mission. So, das habe ich auch nur in der Demo gespielt. Für deinen ersten Versuch war das ganz schön beeindruckend. Ich oder er, sie haben gut entschieden, als sie dich für diesen Job gesucht haben. Aber bevor du zu deinem vollwertigen Detektiv wirst, gibt es noch etwas zu erledigen. Den Kobayashi-Test, dein Abschluss... Also okay, es ist immer noch kein richtiger Test. Okay. Ja, let's go, rein da. Das Apartment Pink. Okay, wir sind immer noch Apartment Pink. Ich bin in dieselbe Mission reingegangen. Nein, nicht dieselbe Mission. Ich dachte, das ist die nächste schon. Nein, ich kann nicht skippen. Selber Trottel, selber Loser. Euch wäre das auch passiert. Doch. Da. Das rätselhafte Limettengetränk. Nein, wir sind perfekt. Detektiv, das ist deine Abschlussprüfung. Beweise deine Fähigkeiten und du wirst zu einem waschechten Verteidiger der wahren Zeitlinie. Du wirst dich einer Rekonstruktion eines echten Falls aus meiner Datenbank stellen. Ein Verbrechen, das nie hätte stattfinden sollen und das von anderen Beamten in der Vergangenheit verhindert wurde. Du kannst mir sicher deine schlussfolgerischen Fähigkeiten beweisen, indem du es löst. Hey, Amailoni. Ein fürchterliches Verbrechen wurde in der Klausur dieses alten Stadt-Universität begangen. Wir haben ein lebloses Opfer, finde es. Okay.
Dann suchen wir das Opfer, Chat. Wo ist Waldo? Wo ist Waldo gestorben? Wo ist Waldo gestorben? Okay. Moment, sie ist ein Mensch. Das ist eine Welt, wo Menschen und Tiere zusammenleben. Also, wo Menschen Furries sind. Ist das? Nein. Ich meine, da ist noch nicht jemand tot, aber ich glaube, dem geht's gar nicht gut. Wenn ihr irgendwas seht, schreit, Chat. Ist da jemand tot? Nein. Da! Ist der leblos oder ist er nur verletzt? Zählt nicht, okay. Wo ist... Was machen die da oben? What the fuck? Wenn ihr was seht, Chat schreibt. Er schreit. Da! Hab ihn. Hier ist er. Meinem Archiv zufolge ist sein Name Daniele Marone. Er war Archäologieprofessor und Autor internationaler Bestseller. Seine Bücher werden in weniger als einem Jahrhundert zum Fundament einer kulturellen Revolution. Okay. Der Arsch hat mich einfach hierhin geführt. Wir können nicht zulassen, dass er so das Reich der Lebenden verlässt. Nicht nur um der Bibliotheken willen, sondern um die wahre Zeitlinie zu bewahren. Was ist das? Detektiv, schau dir das an. Er ist gestorben, nachdem er den S gesehen hat. Und ich glaube, er ist gestorben, weil er diesen Saft getrunken hat. Der war vergiftet, glaube ich. Aus diesem Buch kommt ein Schachtelteufelchen heraus. Sie waren in jedem barbarischen Zeit noch legal. Die Puppen, meine ich. Absurd. Aber da ist noch mehr. Ein Getränk mit Limettengeruch wurde auf dem Boden verschüttet. Was ist hier passiert? Ein vergiftetes Getränk? Ein ernster Fall von puppenverursachter Phobie? Das müssen wir herausfinden. Wie? Nun, als deine KI-Assistent bin ich mit den neuesten Subroutinen und Analyse-Tools ausgestattet. Die meisten davon kannst du mit deinem aktuellen Abo kostenlos benutzen. Oh, ich muss was kaufen? DLC kaufen? Subroutine zu universellen biochemischen Analyse ordnungsgemäß geladen. Willkommen in meiner Welt. Jetzt siehst du die Realität durch mein System. So sieht alles für mich aus. Selbst Emotionen und wie zu beweisen war keine Puppen. Was für eine Erleichterung. Ich habe ein universelles Analyse-Tool geladen. Damit können wir biochemische und biometrische Daten von einem Tatort aus lebendigen und leblosen Objekten extrahieren. Was geht hier ab, Mann? Und hey, Saitara. Und Larry Hunzel, danke für den Prime-Sub. In diesem Fall können wir zum Beispiel herausfinden, ob eine Vergiftung für den Tod verantwortlich ist. Detektiv, probier es aus und nutze die Uber. What the fuck? Ich denke mal, ich klicke hier drauf. Was geht hier ab? Ich glaube, ich habe was geschafft. Der erste Streamer, der den Namen richtig ausspricht. Dafür habe ich mir meinen Sub verdient. Kein Gift. Analysebericht. Negativ. Kein Gift im Körper gefunden. Ich wusste es. Die Puppe ist schuld. Diesen Schurken kann man niemals trauen. Aber wie kam diese Puppe in das Buch? Wir müssen den Tag von Professor Marone rekonstruieren, um weitere Hinweise zu finden. Folgen wir ihm in der Zeit zurück, bis wir erfahren, wie er in den Besitz des Buches kam. Ich sehe da nichts. Da ist doch irgendwas, oder?
Vielleicht auch nicht. Ist er das hier? Der ist auf jeden Fall ein Typ mit einem Buch. Hier ist auch irgendjemand irgendwie ausgebrochen. Irgendjemand hat ihm das Buch übergeben. Ich weiß halt nicht, ob es da ist. Man sieht da halt nichts. Nee. Er war halt hier. So sieht er aus. Er hat einen Kittel. Das ist ein Typ mit einem Kittel und kurzen Haaren. Es ist ein Mensch, kein Tier. Der hatte keine Mütze auf, oder? Nee. Kann man von hier? Was passiert denn hier, Alter? Was, Banane? Vielleicht sieht man ihn, wie er das Buch gerade bekommt. Ja, ich denke mal, das ist der Plan, jetzt herauszufinden. Aber hier ist halt jemand mit einem Buch, aber das ist falsch. Ich denke mal, wir sind ja nur einen Tick zurückgegangen. Das heißt, er muss ja hier irgendwo noch in den... Da oben ist er, oder? Da sitzt er. Er trinkt gerade sein Limettengetränk. Sitzt und schlürft. Kein Gift. Achso, das sagt uns jetzt, weil er da trinkt und nicht stirbt, ist das hier kein Gift. Jedenfalls hat er hier noch kein Gift gehabt. So, kann ich jetzt noch weiter zurück? Ich bin verloren. Ja, ich hab's gecheckt, das ist kein Gift. Wie wechsle ich denn einen Tick? Wie wechsle ich denn einen Tick? Wir sind jetzt bei Tick 8. Du bist schon eins zurück. Ach, wir sind schon von... Wir waren vorher bei 9. Okay, da ist er. Ja, ich hab's nicht mitbekommen, dass wir einen Tick zurückgegangen sind. Okay. Okay. Kam irgendwo von hier. Da! Da! Hier hat er das Buch bekommen. Der Typ hat vorhin auch das Buch gelesen. Ich habe schon von Anfang an den richtigen Täter gefunden. Aha! Was meinst du, Detektiv? Ja, ich glaube, du hast recht. Wenn Daniele dieses merkwürdige Buch von diesem noch merkwürdigeren Bibliothekar bekommen hat, haben wir vielleicht unseren Mörder gefunden. Das sollten wir untersuchen. Subroutine zum Datenbankabgleich ordnungsgemäß geladen. Die Identität einer Person befindet sich immer in einem Archiv. Ich habe nur Daten zu Personen in meinem Speicher, die aus irgendeinem Grund für besondere historische Ereignisse für wichtig gehalten werden. Zum Glück können wir mit dem Tool zum Datenbankabgleich Informationen zu jeder Person rekonstruieren, deren Gesicht auch nur teilweise sichtbar ist. Ja, ich hab die Katze. Also muss ich jetzt unten machen? Scheiße. Das ist er nicht. Okay, ich muss auf den weißen Punkt drücken. Da ist er. Da ist er. Wow. Okay. Umberto Eco! Gute Arbeit, jetzt kennen wir den Bibliothekar Umberto Eco, einen Universitätsprofessor im Ruhestand, der noch mit der Bibliothek zusammenarbeitet. Er hat ein einziges Buch geschrieben, einen verwirrenden und rätselhaften Text namens Ra und das Pendel. Trotzdem haben er und Daniele nichts gemein, außer dass beide für diese Universität arbeiten. Ich glaube, das reicht nicht für einen Mord. Lass uns in der Zeit zurückgehen und herausfinden, woher Umberto den seltsamen Springteufel im Buch hat.
Aber woran ist er jetzt gestorben? Ist er jetzt einfach gestorben, weil er sich erschreckt hat? Wegen dem fucking Springteufel? Ist das jetzt wirklich die Tat? Die Mordwaffe? Okay, wo? Hier ist er. Mit einer Kiste. Ich glaube, das ist er. Am Schluss einfach Herzversagen. Moment, hier wurde er wieder eingebrochen. Wir sind wieder in dem Fall. Okay, hier. Hier packt er die Bücher ein. Endlich ein interessanter Hinweis. Umberto steht vor einem Bücherautomat. Er holt welche ab, um sie zum Buchstand der Universität zu bringen. In dieser Zeit haben Studenten Bücher ausgeliehen und nach Abschluss ihrer Prüfung wieder zurückgebracht, indem sie zu einer Sammel- und Katalogmaschine gebracht haben. Ein altmodisches, aber effektives System. Aber das war wirklich interessant. Aber das wirklich Interessante ist, dass die personenbezogenen Daten der Person aufgezeichnet wurden, die Bücher ausgeliehen und zurückgebracht zu haben. Allerdings sind diese Daten leider alle verschlüsselt. Zum Glück befindet sich in meinen Tools... Okay, wir müssen wieder hacken. Rein in den Mainframe. Detektiv, wir wissen nicht genau, wie man die meisten uralten Texte und Codes entschlüsselt. Deshalb haben wir das universelle Entschlüsselungstool entwickelt. Auch wenn es dir keine direkte Übersetzung von uralten Texten liefern kann, kann man es doch dazu einsetzen, die generelle Bedeutung von fast allem herauszufinden. Probier's aus. QWERTY! QWERY! Ich hab's nicht verstanden. Das gibt's hier nicht. Hey Jules! Das ist hier hinten. Dann fangen wir von hier an. Nee. Hier? Nee. Und so, ey, danke für 37 Monate. Moment, ich kann ja nur von hier anfangen. Ich könnte hier nach oben gehen. Ja, okay. Die Rätsel sind weird. Hier ist es. Der letzte Student, der dieses seltsame Buch zurückgebracht hat, ist ein gewisser Roberto Bagnamino. Jetzt, wo wir seine Daten haben, können wir die Telefonnummer zurückverfolgen und herausfinden, wo er steckt. Dazu brauchen wir nicht einmal Werkzeug. Smartphones im 21. Jahrhundert waren quasi ein offenes Fenster in das Leben ihrer Besitzer. Okay. Ja, ich komme nicht rein. Finde die Identität des Studenten über das merkwürdige Buch, der das merkwürdige Buch zurückgegeben hat. Ja. Ja, but how? Ich kann es nicht anklicken. Ach, man muss es dann anklicken. Ah, okay. Timing. Zack, 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 connected. Wir sind drin. Verdächtiger. Roberto Bagnamino. Hier ist er. Unser Roberto Bagnamino. Gerade dabei, einen Super Maxi-Burger, was auch immer das ist, zu kaufen. Roberto war die letzte Person, die Zugang zu unserem merkwürdigen Buch hatte. Das könnte eine echte Spur sein. Wir sollten ihm folgen, bis wir einen Zeitpunkt erreichen, an dem der das Buch in der Hand hält. Der Tod. Der Todes-Jumpscare. Was für ein Clickbait. Ach, du meinst, dass er gestorben ist wegen dem Jumpscare von dem Springteufel? Okay. Ich habe gerade nicht aufgepasst. Sind wir zurückgegangen? Ich glaube ja, ne? Und jetzt denke ich mal, müssen wir Bagnamino finden, wo er vorher war? Wir sehen halt die nur von hinten. Finde Roberto, ja. Wir sehen ihn nur von hinten. Das ist auf jeden Fall ein Hase. Hase! Na, warte!
Was passiert hier, Alter? Wo war er, bevor er sich den Burger gekauft hat? Wo ist der Hase? Der hat einen kleinen buscheligen Schwanz und ziemlich haarige Haare. Ich sag ja, das ist so ein Waldo-Game. Wir müssen Waldo immer suchen. Nur ein bisschen anders. Wo ist er? Da ist er! Ich hab ihn! Hase! Heißt er nicht Walter? Ja, ich glaube, Waldo ist das englische Pendant zu Walter. Besser als schuppige Haare, das stimmt. Wir sind jetzt wieder einen Tick zurückgegangen. Er kam irgendwie von hier oder so, denke ich. Wo war Rick and Morty Anspielung? Da ist er. Robber. Denkt ihr wirklich, irgendwo ist Waldo als Easter Egg versteckt? Das wäre sick, ja. Das Portal? Du meinst das mit dem Tentakel? Wo da so ein Tentakel kommt? Da, er muss gerade das Buch zurückgegeben haben. Wir müssen nur noch ein bisschen weiter zurück. Wo die Schrift drüber ist? Ich hatte hier unten... Ne, jetzt ist es mittlerweile weg. Wo die Schrift ist? Das ist ein Portal? Jetzt ist es wahrscheinlich weg, weil wir jetzt einen Tick zurückgegangen sind, ne? Ja, ich kann auch nie wieder zurück. Ja, wir hatten vorhin auch hier... Hier war ein Portal, wo so ein Tentakel rausgriff, irgendeine Person gesnackt hat. So... Er ist hier entlang gelaufen, da und da. Das heißt, er muss jetzt dann irgendwo hier sein? Oder er kommt hier durch diese Seitenstraße. Aber man sieht halt nicht, was da hinter dem Gebäude ist, ob es da weitergeht. Wenn es da weitergeht, dann... Das ist dieser Tunnel, der hier so durchgeht. Dann müsste er hier sein. Aber hier ist er nicht. Gucken wir mal die Straße uns an. Unten rechts? Wo ist denn dein unten rechts? Ich sehe ihn, er sitzt da! Er baut ihn gerade ein! Hier ist er! Er bereitet den Springteufel im Buch vor. Dieser Halunke. Ich glaube, Roberto wollte einfach nur einen harmlosen Streich spielen. Allerdings hat er damit einen gefährlichen Abfolge von Ereignissen ausgelöst. Zufälle sind die heimtückischste Gefahr für die wahre Zeitlinie. Man kann sie übersehen und damit sind die perfekte Waffe für diejenigen, die den korrekten Zeitfluss stören wollen. Wie du weißt, können wir die Vergangenheit nicht groß beeinflussen, aber wir können Nachrichten an technische Geräte schicken. Ich werde die lokale Polizei benachrichtigen, dass ein Student öffentliches Eigentum in Form eines Buches beschädigt. Sie werden auftauchen und ihn zurechtweisen, aber das wird ausreichen, um diese gefährliche Kettenreaktion zu verhindern. Detektiv, ich bin stolz auf dich, du hast deine Prüfung bestanden. Aber vergiss bitte nicht, das war nur eine Simulation. Unser fiktiver Roboter Roberto hatte weder das Wissen noch die Möglichkeit, die wahre Zeitlinie anzugreifen. Aber ich versichere, die anderen können und werden das tun. Und sie benutzen ahnungslose Leute wie Roberto, um Kettenreaktionen zu starten, die den regulären Zeitlauf der Zeit beeinflussen können. Okay, also die richtigen Täter können auch die Zeit beeinflussen? Das ist ein Thema für ein anderes Mal. Lass uns zuerst feiern. Dass du den Test bestanden hast. Ey, ich bin jetzt ein waschechter Detektiv.
Du bist jetzt ein vollwertiger Agent im Einsatz. Ich würde vorschlagen, du ruhst dich eine Weile aus. Störungen in der Warenzeitlinie sind extrem selten. Alarm! Okay, das ging schnell. Detektiv, ich fürchte, mit dem Ausruhen ist es jetzt vorbei. Neues Nexus-Ereignis. Nexus-Ereignis. Was ein Nexus-Ereignis ist? Leider bleibt dann keine Zeit für Erklärung. Es ist schlimm. Wirklich schlimm. Stell dir vor, alles Leben, wie du es kennst, hält plötzlich, urplötzlich an. Und dein ganzes Zeitalter, deine Geschichte bricht zusammen. Okay. Lass uns aufbrechen. Okay. Die rote, blutgetränkte Band. Ah, das ist IAXL Blood. Pass auf, jetzt wird es ernst. Das ist ein echter Fall, keine Simulation. Etwas Furchtbares passiert gerade. Meine Quantenscanner haben ein merkwürdiges Signal erfasst. Berichte zu einem Verbrechen, das nicht hätte stattfinden dürfen und sich trotzdem in meiner Datenbank manifestiert. Wir müssen etwas unternehmen. Oh, gute Frage, Detektiv. Warum gerade Verbrechen, fragst du dich? Naja, da sich die Zeitlinie sich gerne selbst korrigiert, wenn sie kann, ist es bei weitem die einfachste Methode, den Lauf der Zeit durch Gewalt und Täuschung zu verändern. Es ist ziemlich schwer, etwas zu korrigieren, wenn die Hauptfiguren von der Bildfläche verschwinden oder Schlimmeres passiert. Und hey, Gamgroll. Aber dazu haben wir einen Mord. Das Opfer sollte sich irgendwo im Schlosspark befinden. Okay. Schlosspark. Ist das Schloss? Da ist ein Schloss. Fuck. Da ist Rick and Morty. Ich hab's gefunden. Die fliehen gerade durch ein Portal. Das sind doch Safety-Täter. Da ist es passiert, hier. Genau das gleiche war vorhin da. Unter dem herabgestürzten Scheinwerfer befindet sich unser Opfer, Axel Blood, Frontmann der Blood Axels. Er hätte an diesem Tag nicht sterben sollen. Außerdem ist sein nächstes Album, The Pizza Incident, ein weltweiter Erfolg. Da sind ein paar echte Kracher drauf. Also machen wir uns an die Arbeit und retten Axel. Hast du es bemerkt, Detektiv? Ich habe ein Sprachpaket installiert, das mich wie ein echter Bewohner des Informationszeitalters sprechen lässt. Das wird ein Spaß. Okay. Okay, finde den spitzen Gegenstand. Achso, jemand hat dann oben irgendwas abgeschnitten. Und dann ist es runtergefallen auf ihn. Und jemand hat dann den spitzen Gegenstand irgendwo liegen gelassen? Da ist ein Pfeil an der Wand. True, da. Die haben mit dem Pfeil das Seil runtergeschossen. Ein Pfeil. Kannst du diese uralte Mordwaffe? Man feuert sie aus einer Fernkampfwaffe ab, die man Armbrust nannte. Ziemlich clevere Technik für diese Zeit. Lass uns die Zeit zurückspulen, herausfinden, wer den Pfeil abgefeuert hat. Aber bevor wir weitermachen, bitte ich dich um einen Moment Geduld. Ich habe da so ein Gefühl, dass wir einiges im Blick behalten müssen, um diesen Fall zu lösen. Erledigt. Ich habe ein neues Tool installiert. Das Falljournal, okay. Okay, das ist dann die Übersicht. Ja, okay. So. Wer hat die Armbrust benutzt? Er muss ja irgendwo... Ich meine, hier haben wir halt... Ach, da ist er schon. Ich wollte sagen, hier hatten wir ja vorhin gehabt, welche, die hier rumschießen. Der sieht schon ziemlich kriminell aus. Aber von hier aus? Hier ist er. Ein möglicher Verdächtiger. Er hat die Armbrust in der Hand, direkt bevor Axel ermordet wird. Es ist Odds Bones, ein ehemaliges Mitglied der Band. Offiziell hat er die Band wegen künstlerischer Differenz verlassen. Aber es gab Gerüchte über Streitigkeiten wegen der Tantierman für rekordverdächtige Alben. Ist das irgendwie ein deutsches Wort, was ich nicht kenne? Tant,
Tantierman. Lass uns Oz folgen, um herauszufinden, wo genau er sich kurz nach dem Mord aufgehalten hat. Tantierman, ein Name von Musik. Ah. Habe ich das richtig betont? Wahrscheinlich nicht, ne? Tantiemen. 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 Als Tantiemen wird eine ergebnisabhängige Beteiligung bezeichnet, die in einem Prozentsatz des Umsatzes der Gewinns besteht und meistens neben einer festen Vergütung an Vorstandsmitglieder einer AG, einen Geschäftsführer oder leitende Angestellte gezeigt wird. Okay. Noch nie gehört. Was Neues gelernt, Chat. Folge dem Verdächtigen. Okay. Das ist ein cooler Rabauke. Da ist er. Ohne Brille und ohne sein Bandana. Ich kenne das Wort nur aus Sims. Da hat man Tantiemen bekommen, wenn man ein Buch veröffentlicht hat. What? Ich komme ins Stream und werde mit Wissen überflutet. So lobe ich mir das. Der ist ziemlich wütend. Der ist ziemlich wütend. Der hat seine Tantieme nicht bekommen. Wo ist er hin? Da ist schon wieder Rick und Morty. Ich denke, der ist dann eher nach oben gegangen, weil unten sehe ich den nicht, oder seht ihr ihn unten? Was macht der denn da oben? Was passiert in dieser scheiß Stadt, Mann? Wen suchen wir genau? Den Typen hier. Das ist Walter. Das ist Waldo. Einen glatzköpfigen Typ mit Bart und einer Armbrust. Der ist auch nicht in diese Richtung gelaufen, oder? Ist er? Da ist er! Der trägt einen Hut! Die miese Sau! Der hat dem hier den Hut geklaut. Er ist in der Marschkapelle versteckt, die die Straße überquert, und er hat die Armbrust nicht mehr in der Hand. Das ist verdächtig. Wir müssen herausfinden, wo Otz die Waffe versteckt hat. Der hat aber nicht bei denen die versteckt, oder? Nee, ne? So ein Schelm. Ja, wo kam er her? Wo hat er sie versteckt? Auf dem Spielplatz! Da, wo es niemand verdächtigen würde. Nein. Ach, du meinst, weil er hier keine Armbrust mehr hat? Dann hatte sie irgendwo hier auf dem Weg versteckt, meinst du? Hier drin? Aber ich sehe hier nirgendwo. Vielleicht hier bei dem Typen? Das ist ein Komplize? Nee, ne? Sie einfach unter dem Hut versteckt. Wo sollte er sie denn verstecken?
Hier ist sie nirgendwo. Also ob der Weg hier zwischen den beiden ist ja gar nicht mal so weit weg. Der ist ja dann hier entlang gelaufen und hier ist die Armbrust schon weg. Das heißt, die muss ja irgendwo hier in dem Tumult sein, oder? Woanders gibt es ja nicht die Möglichkeit, die zu verstecken. Weil hier ist einfach offene Straße. Vielleicht irgendwo im Busch oder so? Auch nicht im Busch. Ich blick's nicht! Kurz mal hier das Gekritzel mal weg hier. Chat, seht ihr was oder bin ich komplett blind? Ja, was ist, wenn er gar nicht... Was, Chat, was ist, wenn er... Was ist, wenn er gar nicht hier die Straße entlang gelaufen ist? Was ist, wenn er hier unten lang gelaufen ist und dann hier lang und dann da lang? Vielleicht ist er hier unten lang gelaufen. Gehen ja so rote Partikel da lang, wo er gelaufen ist. Nee, die roten Partikel gehen einfach nur von von allen Hinweisen auf ihn drauf zu. Hier, die fliegen auch von oben dahin. Die fliegen von überall. Ich dachte auch kurz, die Partikel bedeuten, das ist der Weg, den er gelaufen ist, aber nee. Mülleimer? Er hat die Armbrust gegessen! Chat, er hat die einfach gegessen! Da ist die! Daran habe ich gar nicht gedacht! Ein Fahrzeug! Ein Fahrzeug ist an ihm vorbeigefahren. Und er hat das in das Fahrzeug reingeworfen. Oh Mann. Diese Halunke. Natürlich finden wir da auch nichts. Subroutine zur Makro-Details kennen, ordnungsgemäß geladen und lassen uns die Spuren im Holz des Pfeils vom Tatort mit dem vergleichen, die Armbrust verursacht. Wenn sie übereinstimmen, haben wir unsere Mordwaffe. Was? Was? Ich muss einfach nur die Armbrust finden? Okay, ich habe irgendwas gemacht. Ach, das Rote im Hintergrund hätte ich nachbauen müssen. Es gibt keine Zweifel. Es ist die Mordwaffe. Aus Bones ist der Täter. Aber vergiss nicht, Detektiv. Es ist nicht unser Ziel, den Täter zu schnappen, sondern die wahre Zeitlinie wiederherzustellen. In diesem Fall bedeutet das, dass Axel überlebt und Oz nicht für eine so schwere Tat angeklagt wird. Eine teilweise Abweichung kann vom Zeitfluss wieder absorbiert werden. Ein gravierender aber nicht. Aber ein Problem nach dem anderen. Wir müssen jedes Detail zu diesem Fall herausfinden, bevor wir handeln. Lass uns Axels Tag nachstellen, um herauszufinden, warum Oz ihn kaltblütig ermorden wollte. Dann wissen wir vielleicht, wie wir das Verbrechen verhindern können. Okay, jetzt. Also der vom Opfer gehen wir jetzt einen Tag nach. Jo, das ist ziemlich weit in die Vergangenheit.
Finde Axel. Hier ist der Auftritt. Wie sieht denn der überhaupt aus? Ich habe keine Ahnung, wie der aussieht. Woher wissen wir, wie der aussieht? Nach wem soll ich denn suchen? Also Axel, ja, aber ist das hier Axel einfach? Wahrscheinlich, ne? Weil auf einem anderen Plakat steht, stand ja auch Axel Blood. Wir müssen seinen Tagesablauf rekonstruieren. Ja, und dafür müssen wir ihn ja finden. Also das ist Axel. Irgendwo läuft er rum. Da wir jetzt so weit in die Vergangenheit gereist sind, könnte er ja jetzt überall sein, oder? Weil hier zum Beispiel auch Axel Blood. Das ist er. Irgendwie ein Bandana auf dem Kopf, Hase, lange Haare und eine Sonnenbrille. Was geht denn hier ab? Aber da ist Ost, Leute. Hier war Ost ganz am Anfang des Tages. Mit irgendeinem Monster. Moment, ist das der Täter? Der hat ihn manipuliert, Chat. Der hat ihn hypnotisiert. Und das sind die Ninja Turtles. Das ist irgendein Dämon, der hat ihn manipuliert. Hey, Tyler Watch. Wer wurde gekillt? Axel Blood. Hier. Ein bekannter Star. Von Oz Bones wurde er getötet. Aber ja, es hieß ja irgendwie, dass diese Wesen, die diese Zeit manipulieren wollen, machen das ja dadurch, dass sie irgendwie Leute manipulieren. Und das ist er wahrscheinlich. Das ist so ein Dämon, der ihn manipuliert hier. Da ist Rick and Morty, Portal. Ach, da ist sogar Rick and Morty da unten. Tja, wo war Axel Blood vor dem Konzert? Da! Fantreffen! Ich habe Axel Blood gefunden. Axel Blood. Und hey, Followers, DJ. Promi-Routine. Okay. Nachdem Axel Blood bei dem Fantreffen war, oder was heißt Fantreffen, bei dem Meet and Greet war, wo ist er als nächstes hingegangen? Bestimmt nach einem harten Meet and Greet wird erstmal was gegessen, oder? Was ist hier so die Lokalität zum Essen? Da, der geht jetzt weiter, Leute. Und dieser Dämon ist hier verschwunden. Oder ist Axel Blood schon hier bei der Bühne? Nee. Ich hatte vielleicht Soundcheck und so. Nee. Wo bist du? Hier sind die anderen Bandmitglieder. Aber da ist Axel Blood nicht dabei, ne? Ich kann mal trotzdem anklicken? Nee. Die anderen Mitglieder sind wirklich was essen gegangen. Ah, hier ist Axel Blood. Er chattet gerade mit jemandem und ist sehr wütend. Und Leute? Oz Bones chattet auch mit jemandem und ist super wütend. Aha! Hier haben die sich schon gestritten. Da hat er gesagt, wo sind meine Tantiemen? Hier ist Axel. Während der Rest der Band zum Essen ins Restaurant geht, steht er am Rand und schreibt Nachrichten. Er wirkt besonders aufgebracht. Wem hat er geschrieben?
Wir müssen sein Handy in die Finger bekommen und diese Nachrichten lesen. Aber das geht nur, wenn Axel es nicht in der Hand hat. Genau genommen ist das eine der Vorsichtsmaßnahmen, die wir treffen müssen, um nicht aus Versehen den Fluss der Raumzeit zu ändern. Jetzt muss ich sein Handy suchen? Finde Axels Handy, wenn er es nicht mehr in der Hand hält. Okay. Aber ich habe schon herausgefunden, mit wem er chattet. Ich bin dir schon weit voraus, KI. Aus Bones ist jetzt hier entlang gelaufen. Er ist jetzt verschwunden. Wahrscheinlich aus der Map rausgelaufen. Oder irgendwo anders. Tja, wo hat... Warte, wir gehen nochmal kurz hier. Hier ist wieder Rick and Morty! wo war das nochmal? Hier, ne? Hiernach ist er irgendwo anders hingegangen. Vielleicht jetzt zum Soundcheck? Hier sind... Ne, das ist nicht die Band. Aber der Typ ist schon... Ne, das ist ja abgespeichert. Da ist die Band. Da ist das Handy. Yeah, Mann, die sind so cool, ey. Am Abrocken. Okay. Finde Axels Handy, wenn er es nicht mehr in der Hand hält. Ja, wo sind die mit dem Auto hingefahren? Vielleicht hier abgebogen? Wo sind die hingefahren? Hey, Artig. Die sind jetzt aber nicht zum Konzert gefahren, oder? Doch. Da! Axel Blood ohne Handy. Da ist das. Jetzt können wir mit der Untersuchung fortfahren. Ich werde mich mit dem Betriebssystem dieses antiken Stücks Technik verbinden und die Informationen extrahieren, die wir brauchen. Bi-bu-bu-ba-bi-bi-bi! Subroutine zum Makro-Detail-Scan, Ordnungsmäßig erlernen. Zuerst müssen wir Telefon sperren. Hackerman! Aha, genau wie vermutet, die Gerüchte sind wahr. Der wahre Grund für Oz' Ausschluss aus der Band hat wirtschaftliche Gründe, die mit dem Urheberrecht der Songs zusammenhängen. Die letzten gesendeten Nachrichten sind voller Drohungen. Die Drohungen, die er geschickt hat, sind ein Verbrechen. Wenn wir ihn mit den Nachrichten in Verbindung bringen können, können wir ihn für ein milderes Verbrechen als Mord einsperren lassen. Das sollte reichen, um die wahre Zeitlinie wiederherzustellen. Mit den Nachrichten, die Axel erhalten hat, können wir die IP-Adresse herausfinden und den Standort per Triangulation. Ach, ich erspare die technischen Details einfach. Ja, Mainframe, Digga. Einfach ausgedrückt können wir damit Oz' Standort bestimmen. Zauberer von Oz? Ne, ich glaube, das ist eher eine Anspielung an Ozzy Osbourne. Weil der Charakter heißt Osbourne, denke ich. Zack. Triangulation wird gestartet. Der Mainframe wird geladen. Zack, wir sind drin. Er hat das Handy weggeworfen. Der war schon weak. Ich meine das ernst. Oh nein, wir haben das Handy gefunden. Aber Oz hat es bereits entsorgt. Das ist kein Joke. Das war ernst gemeint. Wir müssen zu dem Zeitpunkt zurückgehen, an dem er sein Handy noch in der Hand gehalten hat. Ja, ich weiß schon, wo er ist. Das ist ja easy. Wir haben ihn schon vorher gefunden, Chat. Ja, komm. Hier. Ich bin schon der KI mehrere Schritte voraus. Bingo! Oz ist...
Oz ist, läuft und textet gleichzeitig. Eine der Hauptursachen jener Zeit. Aber das ist nicht unser Problem. Oh nee, Sonic O'Neill. Das Wichtigste ist, er benutzt sein Handy. Jetzt können wir ihn mit Drohungen, die Axel erhalten hat, in Verbindung bringen und die Polizei alarmieren, die ihn festnehmen kann. So verhindern wir Axels Mord und verschaffen Oz ein milderes Urteil als Mord. Gute Arbeit, Detektiv. Unser erster richtiger Fall ist gelöst. Wir sollten... Das war's. Aber was mit dem Dämon? Was mit dem Dämon? Dem Zeitdämon. Hey, warte, aber was? Ich empfange eine merkwürdige Störung im Fluss der Raumzeit, als wäre etwas verzerrt. Das müssen wir prüfen. Es könnte eine Fehlfunktion meines Systems sein oder etwas Schlimmeres. Die Verzerrungen im Zeitfluss stehen in Verbindung mit Oz Bones. Ein Zufall? Nun, Zufälle sind unsere schlimmster Gegner und das muss irgendwie mit dem Mord zusammenhängen. Finde Oz Bones. Jetzt kommen wir zum Dämon. Zack, da ist er. Eindringling. Hier ist Oz, aber was? Hast du das auch gesehen? Spielen meine Sensoren verrückt? Da war eine Person neben ihm, ein Eindringling, der scheinbar von, naja, von außerhalb des Zeitflusses kommt. Ich kann sein Bild nicht stabilisieren. Es ist verschwunden, als mein System die Informationen angefordert hat. Aber dennoch bleiben Spuren seiner Interaktion im Zeitfluss zurück. Beobachte Oz genau. Die Wut, die er fühlt, ist nicht natürlich. Sie muss von dem Eindringling verursacht worden sein. Das sind alles Fragen, die wir auf jeden Fall klären müssen. Aber dafür müssen wir diesen Fall abschließen und zurück zur Hauptseite meines Systems gehen. Dort können wir diese Unterhaltung dann fortsetzen. Oh, und ich werde auch dieses alberne Sprachpaket los. Ich fürchte, wir haben keine Zeit. Ich verstehe nicht mal das Sprachpaket. Hat sie jetzt großartig anders geredet als sonst? Ja, es war easy. Gib mir was Richtiges. Das war beunruhigend. Ich finde in meiner Datenbank keine Einträge über ähnliche Entitäten. Wir stehen etwas völlig Neuem gegenüber. Ich fürchte, die Lösung dieses Mysteriums wird ziemlich komplex und langwierig. Lass mich ein kleines Upgrade installieren. Erledigt. Ich teile dir hiermit, dass ich die Einzelheiten dieser seltsamen Vorkommnisse, die mit dem letzten Fall in Verbindung standen, auf dem Board notiert habe. Wir wissen noch nicht, was es mit diesem geheimnisvollen Wesen auf sich hat, aber zumindest können wir einschätzen, welche Fähigkeiten es hat. Ich schlage vor, wir nennen es zuerst einmal Rage. Oh shit, Leute. In jeder Welt werden wir eine Todsünde finden. Alarm! Oh, jetzt gehen wir komplett in eine andere Zeit. Okay, das verlangt nach einer... Ich dachte, wir werden jetzt diese Zeit erstmal quasi durchspielen. Und dann gehen wir in eine andere Zeit. Aber nee, jetzt gehen wir komplett woanders hin. Unter normalen Umständen ist die wahre Zeitlinie ziemlich widerstandsfähig und kann sich selbst anpassen, wenn kleinere oder seltene Veränderungen auftauchen. Aber wenn es zu viele Quantenveränderungen in kurzer Zeit gibt, naja, dann könnte die Geschichte selbst auseinanderfallen. Diese Konzentration von Veränderungen der wahren Zeitlinie nennt man Nexus-Ereignis. Wir müssen die Veränderungen aufspüren und jede Veränderung am Laufe der Geschichte rückgängig machen. Und zwar sofort. Ja, jetzt sind wir 1342 vor Christus. Und hier waren wir... Vielleicht heißt es auch nicht Christus, keine Ahnung. Rage ist einfach ein League-Spieler. Weil League-Spieler immer ragen? Oder wieso? Und Pigeon Mix. Hey, was geht ab? Oder was ist der Joke? Weiß jemand, wie spät es ist? Ich weiß nicht. Wir haben 1342. Vor Christus. Dieses Nexus-Ereignis korrumpiert das verlorene Zeitalter. Das verlorene Zeitalter ist, wie der Name schon sagt, eine vergessene Zeitperiode unserer Zivilisation. Bis vor kurzem gab es über dieses Zeitalter keine Aufzeichnung. Bis heute wird diese Existenz geheim gehalten. Darüber hinaus... Es ist Crime O'Clock, ja. Darüber hinaus sind viele Einträge zum verlorenen Zeitalter in meiner Datenbank als Stufe dunkelrot gekennzeichnet, damit gesperrt. Oder er meint, es ist Zeit zu subscriben. Das wollte er, glaube ich, sagen. Oder? Goddammit. Hau raus. Wir müssen ein paar Dinge nach und nach herausfinden. Neue Map-Chat! Das sind wir.
Das verlorene Zeitalter. Laut meinen Daten wird die Zeitlinie von einem Gewaltverbrechen gestört. Wir suchen nach einer Leiche in der Nähe der Pyramide. Okay, neues Bild. Das heißt, hier sind jetzt wieder mehrere Fälle gleichzeitig. Haben wir jetzt hier vielleicht in einer anderen Zeit dann eine andere Referenz? Jetzt, weil 2015 hatten wir eine Rick and Morty-Referenz. Haben wir hier vielleicht jetzt was Neues? Wenn ihr eine coole Referenz seht, schreit auf. Diese riesigen Portale, Alter. Was geht hier ab, Mann? Die Sphinx, ja, die sollen mich darstellen. Das bin 1:1 ich. Miau. BCE bedeutet before Christian Era, also vor Christus. Das andere ist dann einfach nach Christus, ja. In der Nähe der Pyramide. Also die Pyramide ist hier oben. Hier ist jemand gestorben. Wo ist Waldo? Die Musik geht ja richtig rein. Aha! Ich glaube, hier wurde jemand platt gedrückt. Da, unter den Felsen, unser Opfer. Herzlich eine Achso, du meinst die Robokatze. Das ist keine Robokatze. Das ist eine Steinkatze. Miau. Ich erkenne Spuren von Unmöglichkeit. Das hätte nicht passieren dürfen. Wir müssen herausfinden, wie das passiert ist und es verhindern. Dann müssen wir noch weitere Weise finden, um zu verstehen, was hier los ist. Autsch. Okay. Es ist irgendwas von oben runtergefallen, denke ich. Hier. Guter Fund, offensichtlich ist die Kurbel gebrochen. Die Felsen stürzen herab und erschlugen unser Opfer. Siehst du die Werkzeuge bei der Kurbel? Jemand hat hier gearbeitet. Vielleicht können wir prüfen, ob der Mechanismus sabotiert wurde. Warte bitte einen Moment, während ich eine neue Subroutine lade, schon wieder. Makro-Detailscanner ordnungsgemäß geladen. Ich hasse immer noch den Knopf, dass er uns den Katzen-Command genommen hat. Die Rätsel sind so kacke, ne? Diese Hacking-Rätsel sind so kacke. Perfekt. Gute Font gewählt. Die haben keine richtigen S. Es handelt sich tatsächlich um einen strukturellen Fehler. Ein Zahnrad ist gebrochen. Die Bildanalyse zeigt zahlreiche Brüche auf der obersten Ebene. Ein klares Zeichen von Verschleiß. Leider zeigt unsere Analyse auch, dass alle anderen Teile brandneu waren. Es gibt nur ein einziges fehlerhaftes Teil. Wirklich merkwürdig. Ich habe uns in der Zeit zurückgeschickt. Erinnerst du dich an die Werkzeuge, die wir bei dem Flaschenzug gefunden haben? Die müssen jemandem gehören. Jemand war in der Nähe des Mechanismus, bevor er kaputt ging. Ich meine, da hat jemand einen Hammer. Da hat jemand noch einen Hammer. Da kommt eine Mumie aus dem Portal. Was ist das hier? Nee. Ich dachte, das ist ein Sack mit Werkzeugen. Ja, die haben alle nur Hämmer. Wobei, der hat einen Hammer und einen Meißel. Warum nicht? Wo ist der Verräter? Du siehst sehr sass aus.
Such nach einem Arbeiter, der sein Werkzeug in der Hand hat. Ja, wir haben ja halt hier viele. Ich kann gerne alle anklicken. Okay, wieso der? Ach, wegen einem Werkzeugkasten wahrscheinlich. Hier ist unser Arbeiter. Scheinbar musste er alle Flaschenzüge instand halten. Wir sollten die Identität des Arbeiters rekonstruieren und meine Aufzeichnungen und Informationen zu ihm durchsuchen. Ja, jetzt diese Hacks sind richtig kacke. Diese Hacks sind richtig kacke. Oh, was könnte das wohl sein, Chat? Oh, könnte das der vielleicht sein? Ich weiß nicht. Hm, was könnte wohl unten passen? Oh, ich rate einfach. Ich habe aus Versehen richtig geraten. Gute Arbeit. Schade, dass die Datenbank keine hilfreichen Informationen liefern konnte. Nur einen Namen. Athen Blacktail. Ich habe eine Idee. Lass uns Athen vorwärts in der Zeit verfolgen und schauen, was er nach dem Unfall gemacht hat. Du solltest darauf achten, ob du an seinem Verhalten etwas Ungewöhnliches bemerkst. Pass gut auf, Detektiv. Athen ist der einzige Arbeiter mit einem schwarzen Schwanz. Und er ist eine Ratte. Oder sind alle Arbeiter hier Ratten? Sind Ratten hier Sklaven? Na, hier ist er direkt. Er legt dem Vorarbeiter einen Beleg vor. Vermutlich versucht er, seine Unschuld zu beweisen, indem er beweist, dass er, wie aufgetragen, neue Teile für die Flaschenzüge bestellt hat. Hey, Momonaito. Lass uns schauen, was er danach gemacht hat. Eine Ratte mit einem schwarzen Schwanz. Ui. Schmecki, schmecki. Was ist hier los? Hallo. Tja, wo ist er hin? Leute, ich habe die Referenz gefunden. Aladdin. Das ist Jafar mit dem Papagei. Wieso ist da irgendein Roboter? Teppich fliegen. Das ist logisch. Tja, wo ist er hin? Vielleicht. Wer ist, wieso macht er. Was macht da oben ein Elefant? Also wenn er hier vorher war, vielleicht hat er das Portal benutzt und dann ist er jetzt ganz woanders. Portal benutzt, Shortcut und jetzt ist er irgendwie ganz woanders. Eine Ratte mit einem schwarzen Schwanz, Junge. Wo zum Fick ist Waldo? Was ist das hier? Ist das Ryu? Hadouken? Eine Ratte mit einem schwarzen Schwanz. Also ich habe den Übeltäter schon gesehen. Wo? Wieso sagst du nichts? Kein Backseat Gaming hier. Hier ist ja kein, wir machen zusammen. Wir sind ein Detektiv. Alle. Ich hab ihn! Er hat sich Käse geholt.
Wo ist er mit seinem Käsen hin? Der Krokodil ist aus dem Wasser raus und kämpft jetzt mit dem. Hat er einen fucking Dragon Ball Scouter? Tja, wo ist er mit dem Käse hin? Vielleicht wieder zurück zur Pyramide? Er hat sich einfach Mittagssnack geholt? Ein ganzes Käserad? Hier ist der Pausenraum oder so, ne? Wo schnabuliert er seinen Käse weg? Chat, wenn ihr eine Ratte wärt, wo würdet ihr euch mit eurem Käse verstecken? Daheim. Und wo ist dein Daheim? Banger Song. Du weißt nicht, wo der wohnt. Ja, aber wo wohnst du? Dann suche ich da. Bitte schreib nicht deine Adresse in den Chat. Wenn du wenigstens Mühe geben würdest, okay. Sorry, dass ich mir keine Mühe gebe, denke ich. Ist er das? Der hat auf einmal einen Turban an und sein Käse fast aufgegessen. Schicker Hut. So, und jetzt? Wo ist er jetzt hin? Das Subsurfer-Gameplay, nachdem ich immer gesucht habe. Ich meine dein Gesang, by the way. Achso, ich bin kein Sänger. Ich dachte, an dem Gesang merkt man, dass ich kein Sänger bin. Dann sing halt nicht. Ich mach, was ich will. Das ist mein Stream. Ich bin auch kein Atmer. Trotzdem atme ich. Ich bin kein Läufer. Trotzdem gehe ich. Ich bin kein Sitzer. Trotzdem sitze ich. Und? Ein Problem damit? Ich bin kein Detektiv und trotzdem spiele ich ein Detektivspiel. Er ist Rapper. Wo ist der käsefressende Halunke hin? Hier ist Journey-Referenz. Das ist doch eine Journey-Referenz, oder? Zwei Spieler treffen sich, haben einen langen Schal. Das ist doch eine Journey-Referenz, oder? Der ist maybe irgendwo einkaufen. Ja, aber der hat ja schon vorher eingekauft. Der hat vorher einen Käse eingekauft. Hat den Käse gefressen. Wo ist er denn nochmal gewesen? Hier. Und dann sah er irgendwie ziemlich fertig aus. Vielleicht geht er jetzt eher schlafen. Wo würde man hier schlafen gehen? Weil er sieht ziemlich müde aus. Was bist du denn schon wieder? Da ist schon wieder Jafar.
Hey Johannes. Er hat halt jetzt einen schicken Hut. Ich meine, der Hut ist sehr auffällig. Er ist ziemlich groß gewesen. Aber ich finde niemanden mit einem riesigen Hut hier. Da ist er! Wieso ist auf einmal ein Krokodil? Kaufrausch. Ah. Das ist er. Ziemlich weit weg von seiner vorigen Position. Zweifelsohne hat er eines dieser leuchtenden Tore benutzt. Sie gehören zu den Wundern des verlorenen Zeitalters und konnten jeden blitzschnell von einem zum nächsten transportieren. Mit ihnen kann man zu verschiedenen Orten auf der Erde reisen. Sie nennen sie die Weltentore. Das war ein durchaus nützlich. Vielleicht hat er gerade von dem Typen deiner Pyramide ziemlich viel Cash bekommen, damit er den anderen Typen umbringt. Und dann ist er direkt losgezogen mit dem Geld, weil er halt den getötet hat, Auftragsmord. Losgezogen und direkt im Kaufrausch. Hat sich erstmal ein dickes Käserad geholt, einen dicken Hut und jetzt noch ein Krokodil. Sprich, der andere steckt mit ihm unter einer Decke. Für uns stellen sie jedoch ein echtes Problem dar. Es ist nämlich gar nicht so einfach, jemanden in einer Stadt zu finden, in der er oder sie innerhalb von Sekunden von einem zum nächsten verschwinden kann. Aber zurück zu unserer Untersuchung. Was ist das? Ein Hauskrokodil? Natürlich. Warum sollte er sich nicht auch noch das exklusivste Tier im ganzen verlorenen Zeitalter kaufen? Ein Symbol von Macht und Status. Beliebt bei denjenigen, die vom Auge des Ra gesegnet wurden. Moment mal, mir fehlen vielleicht die richtige Empathie und ein paar andere menschliche Grundzüge, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass sich Arbeiter im verlorenen Zeitalter einen solchen Luxus nicht leisten konnten. Oder überhaupt irgendwas, ehrlich gesagt. Nicht, dass sich das jemals geändert hat, aber du weißt schon, wie ich das meine. Woher hat Athen so viel Geld? Ja, Auftragsmord. Lass uns Athen-Tag am Anfang konzentrieren, okay. Wieder von vorne. Wieso hast du keins? Ja, ich kann mir diesen Luxus nicht leisten. Ich bin nicht reich. Nächstes Frame wird er vom Krokodil gefressen. Wir haben gesehen, wie Athen ein paar Flaschenzüge gewartet hat. Außerdem wurde ihm aufgetragen, Ersatzteile zu kaufen. Vermutlich hat er diese Aufgabe von seinem Vorarbeiter erhalten. Ach so, er hat Geld bekommen für Ersatzteile. Und dann hat er das Geld ausgegeben für Luxus? Ich vermute, dass Arbeiter bis zum Ende des Informationszeitalters so um das Jahr 2100 herum täglich von ihren Vorgesetzten gebrieft wurden. Und ab 2100 nicht mehr. Oh ne, Manuel Werner. Ja, verfolgen wir, gehen wir wieder ganz zurück zur Pyramide, da wo er halt arbeitet. Da, Chat! Aladdin mit Abu. Banger. So. Ist er schon am Arbeiten? Oder wo ist er hin? Ist er schon am Worken? Er scheint nicht zu worken. Journey. Da ist er doch oben am Portal, echt? Stimmt. Da ist die Einkaufsliste, die er bekommt. Am Start des Tages. Da, genau wie vermutet. Der Vorarbeiter gab Athen eine Liste von Ersatzteilen, die gekauft werden sollten. Und das Geld dazu. Mal sehen, was er als nächstes macht. Ach, er hat einfach den Vorarbeiter umgebracht und dann hat er das Geld behalten.
Ganz simpel, oder? Ganz simpel, oder? Wie viele Markierungen haben wir schon? Wer ist eigentlich der hier, Mann? Wieso ist er überall und verprügelt irgendwelche Dinge? Ist das wirklich Ryu aus Hadouken? Einfach Ryu aus Hadouken. Ist das Ryu aus, Street Fighter? Weil der macht ja auch immer Dinge kaputt in Street Fighter. Überall, wo er ist, macht er immer irgendwas kaputt. Gleich macht er noch ein fucking Auto kaputt. Wo ist unser Halunke? Der muss doch immer bestimmt auf dem Markt sein, oder? Chat. Ist das Naruto und Sakura? Das ist Sakura und Naruto. Ist das da hinten Sasuke? Diese Referenzen, was das alles... Das könnte ja auch irgendeine Referenz sein. Alles ist hier Referenzen. Ich weiß nicht, wie man das anders ausspricht. Ich spreche es halt aus wie Athen halt. So halt. Oh. Athen. So, und was ist, wenn ich das H jetzt wegmache? Orden. Orden! Das wird als Englisch erkannt. Digga, ich bleib bei Deutsch. Atten. Atten! Okay, Atten. Und Yannick, hey. Der Atten Blacktail. Da ist er, Leute. Hab ihn. Er kauft wirklich Ersatzteile. Naruto, the chosen one. Sasuke, very cool. Sakura, the beautiful. Naruto! Believe it. Da in der Nähe vom Billigteilverkäufer. Warte, irgendwas stimmt nicht. Ich messe eine eindeutige temporale Fluktuation. Die Zeitlinie ist extrem brüchig in diesem Take. Sieh nur, auf unserem Polaroid hat die Verkäuferin kein Gesicht. Sie ist nicht real. Oder eher, sie ist nicht in der wahren Zeitlinie. Irgendwas greift den korrekten Lauf der Geschichte an. Ich kann gerade nicht viel ausrichten. Ich muss meine ganze Rechenleistung dafür aufwenden, dieses Paradoxon zu analysieren. Wir müssen zuerst den Fall lösen. So wie diese Zahnräder in diesem Möchtegern-Laden aussehen, können wir erahnen, was passiert ist. Ich hoffe, das sind nicht die Teile, die Atten kaufen sollte. Lass uns versuchen, seine List zu entziffern. Oder er hat mit dem Geld Billigkram gekauft, sodass er dann genug Geld hatte noch für ein fucking Krokodil und ein Käserad. Bib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 
Irgendwie hat er den Beleg gefälscht, um sich selbst ein Alibi zu verschaffen. Wenn wir sehen, wie er das vor dem Unfall tut, können wir ihn wegen Betrugs verhaften. Lass uns den Unfall verhindern. Okay. Wir gehen wieder ein bisschen zurück. Gelb sieht nach Eifersucht aus. Wenn es gleich echt Envy ist, dann basiert das auf den Tod, 7 Todsünden. Ich kann mir vorstellen, dass es hier vielleicht eher Gier ist, weil er so gierig ist und lieber was Billiges gekauft hat, damit er für sich was hat. Und Gelb wegen Geld, Money, Gold. Habsucht. Ich sing so viel ich will in meinem Stream, ja? Yagami-san. Da ist wieder Sakura. Und Sasuke baut eine Sandburg. Und Naruto kriegst nicht hin. Naruto ist richtig scheiße in Sandburgen bauen. Alles fit bei deinen Augen und auch bei dir? Ja, meine Augen, entweder haben sich meine Augen an das neue Licht gewöhnt oder es lag wirklich nicht am Licht, sondern meine Augen waren irgendwie, hier so, hat ein Problem gehabt. Hat er was gesagt? Ich glaube, durch diesen furchtbaren Gesang habe ich einen dauerhaften Hörschaden. Ja. Jetzt verbindest du etwas mit mir. Jetzt hast du für immer einen Hörschaden und kannst dann immer sagen, damals mit Keggy. Ich bin jetzt quasi ein Teil von dir. Da, er klaut das Preisschild von einem hochwertigen Zahnrad. Jetzt können wir einen kleinen Impuls zurückschicken, damit ihn etwas Glück eine Wache dabei erwischt. Gelöst. Trotzdem frage ich mich, was den Lauf der Geschichte verändert. Der Tod eines unbekannten Arbeiters oder Atten, der so tut, als wäre er ein Meister, der vom Auge des Ra gesegnet wurde. Wie dem auch sei, gute Arbeit, Detektiv. Du hast diesen Fall gelöst. Lass uns zum Zentralrechner zurückkehren und die paar Daten analysieren. Was, hä? Du, das war ganz schön beunruhigend. Offensichtlich ist Rage nicht die einzige Entität, die versucht, die wahre Zeitlinie zu beeinflussen. Aber zuerst die gute Nachricht. Du hast den Fall gelöst und den langwierigen Prozess der Stabilisierung des Nexus-Ereignisses des verlorenen Zeitalters begonnen. Dein aktueller Fortschritt beträgt 12,5%. Und hey, Linking. Da. Ist da so ein blauer. Sprechen wir von schlechten Nachrichten. Während wir damit beschäftigt waren, unseren Job zu erledigen, gab es eine Datenpanne im Fulcrum Stories Archiv. Schlussereignisse der menschlichen Geschichte. Detektiv, glaubst du, dass du mir helfen kannst, diese Geschichte zusammenzusetzen? Betrachte es als eine Nebenquest in den Pausen zwischen einem Fall und einem anderen. Danke. Und jetzt zurück zu dringenden Angelegenheiten. Ich will jetzt wissen, was das jetzt ist hier. Ich lasse einige Tests anhand der Daten laufen, die wir über unsere Gegner erfasst haben. Aber es wird eine Weile dauern, bis wir ein stichhaltiges Ergebnis bekommen. In der Zwischenzeit würde ich vorschlagen, dass wir uns das nächste Paradoxon vornehmen, von dem das verlorene Zeitalter heimgesucht wird. Kann ich? Wie mache ich die Sidequest jetzt? Ich will sie probieren. Was habe ich gemacht? Was ist passiert? Ich glaube, das ist die Sidequest, Chat. Jetzt geht's hier richtig los, Leute. Jetzt richtig, wo ist Waldo? Der heißt wirklich Ken. Der ist Ali. Whirlpool? Wieso heißt Naruto Whirlpool? Hä? Bibi Hot. Ja, der ist da rumgefahren. Das ist wahrscheinlich BB-8, ne? Aus Star Wars. Rick? Oh... Riordan. Wer soll das sein? Ist das Nathan Drake oder so?
Weil Rasengan wie ein Whirlpool aussieht. Ernsthaft? Oder wegen dem Kringel. Ja. Nomad, das ist ja das Wort von Journey. Hat Rick Riordan nicht Bücher geschrieben? Ich habe keine Ahnung. Prince Magna, das ist wahrscheinlich hier Prince of Persia. Wer ist Max Rocket? Wer ist Paul Haderach? Das sind alles Referenzen, Chat. Also jetzt kann ich theoretisch... Jetzt wirklich, wo ist Waldo spielen, Chat? Ohne Story. Ganz simples, wo ist Waldo? Wo ist Paul? Da ist auf jeden Fall Whirlpool. Fucking Whirlpool. Eins hat schon vorbeigescrollt, wo denn? Hier war ich vorhin. Hier habe ich irgendwas vorbeigescrollt. BB-8! Ja, das ist wirklich hier und die sieht so aus wie von Dingens hier. Wie heißt die? Die übermächtige Jedi-Kriegerin aus der neuen Trilogie. Ich habe ihren Namen vergessen. Bibi Hurt. Ray, genau, Ray hieß sie. Nicht Gandalf. Gandalf. Wie kommst du jetzt auf Gandalf? Aber so kriegen wir dann in den ganzen Zeitaltern die alle Referenzen mit. Da ist er. Hier, Leute, er hat noch irgendeinen Typen dabei. Ist das wirklich Nathan Drake vielleicht? Der hatte doch irgendwie so einen... Nicht Professor, sondern irgendwie so ein... Wie hieß er nochmal? Der hat doch irgendwie so einen Typen gehabt, der so ein bisschen älter war. An seiner Seite. Wo ist er? Sully, genau. Könnte das zu Sully passen? Er war so mächtig, dass er kein Lichtschwert brauchte, ja. Da ist unser Nomade. Oh no. Um das auf 100% zu machen, muss ich quasi in jeder Timeline, deshalb gibt es ja wahrscheinlich so viele Punkte drumherum, muss ich in jeder Timeline jeden einmal finden. Okay, das ist ja ein bisschen zu viel. Hier ist Ken gespawnt und jetzt macht er alles kaputt in dieser Welt. Fucking Freak. Ali war doch irgendwo hier. Genau, da war er am Anfang. Rick Riordan hat die Percy Jackson-Reihe geschrieben, aber glaub, das ist nur Zufall. Ich habe keine Ahnung von Percy Jackson. Passen die beiden in das Percy Jackson-Setting? Und wer ist... Achso, nee, den kennen wir. Ich frage mich halt, wer Max Rocket ist und Paul Haderach. Wen die darstellen sollen. Max Rocket klingt nach Daniel Düsentrieb. Sieht so Daniel Düsentrieb aus? Der sieht irgendwie ziemlich keck aus. Und Daniel Düsentrieb war doch eher so ein smarter mit Brille. Ich finde die letzten drei nicht. B.
Bin ich schon jetzt mehrmals vorbei und ihr habt die alle gesehen? Da ist er. Paul hat noch irgendeinen alten Mann bei sich. Mit einem Stab. Wer könnte das sein? Wer könnte Paul sein? Paul Hadereich. Wer könnte das sein? Hat er so einen alten Mann bei sich? Rechts daneben ist der Prinz. Oh, da ist er gespawnt. Noch mit Kutte. Der Prince of Persia. Jetzt brauchen wir nur noch Max Rocket. Wie auch immer Max Rocket ist. Ich will aber auch... Oh lol, Thanos Handschuhe einfach. Der hier ist auch ein Scouter. Wieso haben die alle einen Scouter hier? Die Soldaten. Ist das alles Saiyajins? Maximilian, die Rakete! Wo ist Maximilian Rakete? Ist er das? Ja. Er hat ein Spielzeugauto dabei und einen Stock. Sagt euch das was? Mir absolut gar nichts. Und vor allem, was bedeutet das hier? Aber ja, jetzt könnte ich theoretisch durch jede Zeitlinie durchgehen. Und alle nochmal neu suchen. Aber das ist ja mega repetitive. Aber gut, das ist halt, wo ist Waldo, ne? Das ist halt, wo ist Waldo, ne? Könnte eine Anspielung auf den Film Dune sein. Wieso ist da ein Typ mit einem Stab neben ihm? Können wir das jetzt in einer anderen Zukunft, in einer anderen Zeit auch machen? Ja. Gucken wir uns mal hier die Referenzen an. Ich meine, wir haben hier Rick and Morty gefunden. Raquel Lestanis. Wer ist Raquel Lestanis? Lorenzo Singalone. Vincenzo Vegano. Johnny Weak. Okay. Das ist der erste, den ich hier kenne. Das ist ja dann John Wick. Hier ist Rick and Morty. Jasper? Wer ist Jasper? Ach, du hast schon vorher einen Keanu gesehen. Ja, die Ninja Turtles habe ich auch gesehen einmal. Giovanni Storto. Vincent Vega aus Pulp Fiction? Könnte hinhauen. So, da haben wir auf jeden Fall schon mal die Boys. Das könnte hinhauen, ja. Der hat auch einen Anzug an. Lange Haare. Beim Hund, der eine Banane jagt. Da war vorhin... Hier ist auf jeden Fall der Typ. Wer auch immer das ist. Lorenzo Singalone. Singalone. Wer ist der? Wer könnte der sein? Boah, keine Ahnung. Du jetzt vor mir. Mir geht's gut, wie geht's dir? Hier passiert irgendwie illegale Deals. Da ist Rick and Morty. Gut, ja, das freut mich, Mann. Thank you.
Wo ist Johnny Weak? Ist das hier der andere hier? Der hier? Nee, das ist der nicht. Raquel Lestanis. Wer ist Raquel Lestanis, Alter? Da ist er auf jeden Fall. Und dann sitzt er mit einem anderen Typen und die haben ein Fischglas. Wer könnte das denn sein? Stannis. Bei Stannis fehlt mir nur ein Stannis Baratheon aus Game of Thrones. Dann haben wir hier noch Vincenzo Vega. Da, das ist Pulp Fiction, ja. Da ist Samuel L. Jackson. Hä? Das ist er doch. Ah, nee, das ist John Wick. Das ist Johnny Wick. Aber ja, das sieht hier so aus wie der Partner von Vega. Der hat auch einen Anzug und dann halt diese Afrohaare. Aber Vega selbst ist nicht in der Nähe. Vincenzo, wo bist du? Beim Konzert war ich noch gar nicht, ne? Eine Club Penguin Mülltonne, sieht die so aus? Ich habe Club Penguin nie gespielt. Sieht hier so aus? Da ist er. Ja, jetzt fehlen nur noch Giovanni Storto und Jasper, wer auch immer die sind. Aber vielleicht, wenn wir die finden. Hier, so ein Mülleimer. Pulp Fiction schon geiler. Also ich muss sagen, ist vielleicht eine Sünde, aber ich habe Pulp Fiction nie geschaut. Da ist er. Ist ein Typ, der rumläuft und Fotos macht oder vloggt. Wer könnte das sein? Ja, irgendwann gucke ich den bestimmt. Ich habe viele irgendwie Klassikfilme mal über die Jahre immer Stück für Stück so ein bisschen nachgeholt, die ich als Kind nie geschaut habe. Das ist er nicht. Ist er das hier? Keine Ahnung, wer die sind. Big Lebowski habe ich auch nie gesehen. Ja, wir haben alle. Und jetzt in jeder Timeline nochmal. Junge, ja, ich habe einige Klassiker nicht gesehen. Das sind halt so Filme, die es halt damals bei uns zu Hause nicht gab. Und meine Eltern die nicht geschaut haben. Dementsprechend habe ich sie halt auch nicht geschaut. Und ich sie halt dann selber irgendwann mal nachholen musste. Aber halt nie dazu kam. Ja, ist ein funny Game, ne, Chat? Macht schon Spaß. Macht schon Spaß. Ist schon ganz cool. Was ist das hier? Oh, Credits. Durchgespielt. Es ist halt wirklich einfach wie Where is Waldo? Nur mit einer Story dahinter. Und dann irgendwelche komischen, unnötigen Hacking-Rätseln, die richtig schlecht sind.